Gibt es Orte auf der Erde, wo sich Djinn befinden? Und wie versiegelt man den Zugang der Djinn zu seinem Haus? Also es gibt da kein extra Schloss oder sonstiges, sondern wie man die Djinn daran hindert, in das Haus hereinzukommen. Wir haben ja auch teilweise im Unterricht darüber gesprochen. Erstmal, es gibt Orte, wo die Djinn vermehrt auftreten. Wer sagt mir, welche Orte zum Beispiel? Wer sagt mir, welche Orte? Auf Toiletten. Eine authentische Überlieferung bei Abu Dawud, dass der Prophet s.a.w. sagte, diese eure Toiletten werden von Djinn bewohnt. Diese eure Toiletten werden von Djinn bewohnt. Wo noch? Gewässer? Okay. Iran. Iran. Da gibt es andere Djinns. Sümpfen, unreine Orte. Richtig, unreine Orte. Auch Friedhöfe und so weiter und so fort. Da befinden sich die Djinn. Aber passt auf, Djinn sind nicht alle Shayatin. Es gibt die normalen Djinn, davon gibt es auch Gläubige. Und weniger Gläubige. Und dann gibt es die Shayatin. Das sind diejenigen, die den Menschen was wollen? Schaden wollen. Naam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wie kann man sich vor den Djinn schützen? Wie wir gesagt haben, wir müssen uns vor den Shayatin schützen. Und dazu haben wir viele, viele Dinge bekommen, dass wir zum Beispiel sagen, A'udhu billahi minashaytanir rajim. Oder, dass wir wissen, wenn wir in unser Haus hereinkommen, dass wir Bismillah sagen, dass wir keine Bilder aufhängen. Das, was wir im Unterricht schon besprochen haben. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya dhakiran ashab, kum mutaddiban.